Hey Leute, willkommen zurück zu Game of Thrones, den jetzt wirklich endgültig letzten Teil, egal wie lange das jetzt dauern mag noch. Und wir machen einfach weiter. Jetzt kommt echt die finale Konfrontation zwischen Alistair Ich war so blind. Und Mors. Dein Bastardbruder hätte ohne deine Hilfe niemals erahnen können, wo sie versteckt sind. Das war also der Grund, warum du dem Thema seit unserem Wiedersehen aus dem Weg gegangen bist. Du hast mir dieses Märchen mit den Banditen aufgetischt. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du sagst nichts? Das ist es also, was dich die letzten 15 Jahre innerlich zerfressen hat, alter Bruder. Was dich veranlasst hat zu fliehen. Sag mir, Alistair, wie hat es sich angefühlt, sie zu töten? Antworte mir! Wie konntest du nur? Sie haben dir vertraut! Ich habe dir vertraut! Ich hatte keine Wahl, Mors. Du hast dich deinem Lehnsherrn widersetzt. Er musste dich bestrafen. Zur Warnung für andere. Du, einer seiner treuesten Ritter, hast ihn verraten! Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Wie konntest du zulassen, dass meine Familie stirbt? Und warum hast du ihm nicht gehorcht? Du hattest deine Befehle. Du solltest Prinz Rhaegar Targaryens Frau und Kinder töten. Wir hatten den Krieg gewonnen. Du weißt, warum wir es tun mussten. Wir mussten sie töten. Für den Frieden im Reich. Hast du etwa geglaubt, die Lannisters würden das einfach so durchgehen lassen? Natürlich nicht. Ich wusste, dass ich bestraft werden würde. Aber meine Familie hat nicht das gleiche Schicksal verdient. Ich habe diese Entscheidung selbst getroffen. Nur ich hätte bestraft werden sollen. Und ich habe dich darum gebeten, auf sie aufzupassen. Dich als meinen Freund, meinen Bruder. Aber du hast mich verraten. Ich habe nur meinen Befehlen gehorcht. Dabei warst du es, der mich davon überzeugt hat, das Schwarz anzulegen. 15 Jahre war ich an der Mauer und habe geglaubt, dass meine Familie in Sicherheit ist. Du warst derjenige, der mich davon überzeugt hat, dass sie glücklicher wären, wenn sie wüssten, dass ich am Leben bin. Ich dachte, ich könnte dafür sorgen, dass ihr alle sicher seid, Mors. Es ist nicht gelaufen wie geplant. Nachdem ich erfahren hatte, wie er dich bestrafen wollte, bin ich sofort für dich eingetreten. Du solltest das Schwarz anlegen, um dein Leben zu schützen. Und ich wollte deine Familie beschützen. Aber die Lannisters lassen sich nicht demütigen. Sie haben eingewilligt, dich am Leben zu lassen, aber nur zu einem bestimmten Preis. Dein Leben gegen das deiner Familie. Ich war in einer verdammten Zwickmühle. Du hättest ablehnen sollen! Man kann einen Befehl von Tywin Lannister nicht ablehnen. Ich hatte auch eine Familie zu beschützen. Wenn ich es nicht getan hätte, dann ein anderer. Und der wäre nach Flussrad gekommen und hätte das Gleiche mit meiner Familie getan. Du hast deine Familie dem Tod geweiht, als du dich widersetzt hast, weil du ein Sturkopf bist. Du hast sie selbst getötet. Du wusstest, was passieren würde. Hättest du damals, vor 15 Jahren, einfach nur getan, was man dir befohlen hatte, dann wären wir heute nicht hier. Du hast deine Entscheidungen getroffen und ich meine, nun ist die Zeit gekommen, sich den Konsequenzen zu stellen. Ich will nicht kämpfen. Aber ich werde tun, was getan werden muss. Komm näher, Alistair! Okay, es geht halt nicht anders. Wie kein Ziel. Frechheit. So, aber jetzt umwerfen. Müssen gegen Alistair kämpfen. Es geht gar nicht anders. Und let's go. Mischen sich noch die Wachen ein von der Königsgarde, die Goldröcke.
Was ist hier los? Wie könnt ihr es wagen, den Thronsaal zu betreten? Kümmern wir uns um sie und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Endlich triffst du mal die richtige Entscheidung, mein Freund. Legt sofort die Waffen nieder! Denkt gar nicht daran zu fliehen. Wir bringen zu Ende, was wir begonnen haben. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Ergebt euch oder sterbt! Das zweischneidige Schwert wird seinen letzten Kampf ausfechten. Jetzt kämpfen wir wieder zusammen. Flamme Rolors. Und dann bitte erstmal auf den Bogen schützen, mein Freund. Alistair macht sich auch erstmal über einen Schützen her. Der Hund wird sich über diesen hermachen. Und los geht's. So, Alistair, die nächsten bitte. Hundi, du darfst dich gerne mit dem da begnügen. Sehr schön. Den Hund schicke ich schon mal woanders hin. Ah, da ist noch ein Bogenschütze. Oder Armbrustschütze. Hallo, warum kann ich den nicht anvisieren? Jetzt. Erstmal den. So, Alistair, du hast da noch einen vor dir. Dreck. Dann erstmal so, ist egal. Warte mal. Kehle durchbeißen ist eigentlich sinnvoller. Coole Sequenz zumindest. Jetzt wieder gegeneinander. Beenden wir diesen Wahnsinn, Mors. Es hat keinen Sinn. Du hast deine Wahl getroffen, Verräter. Du bist schuld, dass meine Familie niedergemetzelt wurde. Ich bin schuld? Ich? Du bist mindestens genauso schuld an ihrem Tod wie ich. Ja, ich habe das Urteil vollstreckt, aber deine Entscheidung hat dazu geführt. Du hast dich entschieden, dich gegen deinen Lord und Herrn zu wenden, während ich ihm gehorcht habe. Es war deine Entscheidung, die ihr Todesurteil gefällt hat. Hör auf, die ganze Schuld auf mich abzuwälzen. Du hast mich verraten! Ich musste es tun. Für meine Familie, für mein Haus, für mein Volk. Sie wären es gewesen, die Konsequenzen zu spüren bekommen hätten, wenn ich es nicht getan hätte. Du hast unschuldige Menschen getötet und bist dann vor deiner eigenen Schuld aus Westeros geflohen. Ich hingegen habe mich entschieden, eine unschuldige Familie zu retten und war bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Mors, Serenas Schrei verfolgen mich jede Nacht. Mein Exil, mein Glaube, kein Licht, keine Flamme. Nichts kann die düsteren Erinnerungen an deine tote Frau in meinen Armen unterdrücken. Genug! Sei still! Okay. Das wird's denn jetzt sein? So wenig das auch will. Allmächtiger Roloch, verleihe mir deine Stärke und führe mein Schwert zum Sieg. Na komm, Hundi.
Muss ich mal ein bisschen was trinken? Na, der Hund ist noch nicht fertig, okay. Aber das könnten wir einsetzen. Ja, macht uns ganz ordentlich Schaden, der Mann. Das Licht des Herrn. Ich fühle seine Wärme in mir. Gar nicht gut. Dann schub sie mal um, bitte. Und wir nehmen gleich noch einen Drink. Der säuft auch wie ein Loch. Gibt's ja nicht. Harter Hund, Alistair. Aber richtig harter Hund. Das macht leider bloß Energieregeneration, ich honk. Kommt schon noch nie leid auf. Eieieiei, das wird knapp. Das wird richtig, richtig knapp. Scheiße. Okay, den Kampf müssen wir nochmal machen. Ach, es ist ein Endkampf. Was wollen wir machen? Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal alles machen. Also mit den ganzen Wachen und sowas hätte ich jetzt nicht Bock drauf. Ach, wirklich? Ja, verdammt. Dann gehen wir kurz mal nochmal aufs Inventar. Ich habe tatsächlich die Fläschchen bescheiden ausgerüstet. Ich habe tatsächlich bloß Energieregeneration. Ja, so ein Mist. Okay, dann werden wir das Waffensetup ein bisschen Schienenklauen. Was habe ich jetzt gemacht? Also, Löwenklaue nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann Schattenfeind bringt mir jetzt gerade nicht wirklich so viel. Allyrischer Stahl. Dann nehmen wir Schattenfeind mit. Puh. Leute, Leute. Gucken wir nochmal bei den Ringen, ob wir da vielleicht ein bisschen Lebensregeneration haben. Oh ja. Du wirfst ihn erstmal um. Okay. Gut, gut, gut. Ja, die arbeitet gut gegen die Lebensenergieregeneration. Das ist prima. Und der Hund ist auch gleich wieder soweit. Das klicke ich euch mal weg. Was ist hier los? Wie das zwei. So, erstmal wie gesagt die Bogenschützen unbedingt. Dann soll unser Hundi mal noch einen Bogenschützen umwerfen. Und los geht's.
Okay. Hundi, du machst ja mal den fertig. Morst, du kümmerst dich selber um ihn da. Geht nicht, Mist. Okay, ein Avenger. Na komm, Alistair, tu auch ein bisschen was. Ein bisschen peinlich, was du da treibst. Hundi, du schmeißt mir mal den zweiten Schützen um. Okay. Können wir wegdrücken? Ja. Beenden wir diesen Wahnsinn. Du hast denn. Ich mach's schnell, Leute. Bringt ja nichts. Nervt mich eh schon, dass wir den Kampf nicht geschafft haben. Jetzt aber. Das ging fix. Allmächtiger Lord, verleihe mir deine Stärke und führe mein Schwert zum Sieg. Die kann ich hier mal wegdrücken, aber nicht so schlimm. Umwerfen bitte. Jetzt sieht es echt besser aus. Muss ich ja mal ernsthaft sagen. Also die Life Red bringt was. So, jetzt können wir wieder mal ein bisschen was Böseres vom Stapel lassen. Ja. Das Licht des Herrn. Ich fühle seine Wärme. Das pusht seine Lebensenergie wieder voll. Nee, nicht ganz. Das hat gut funktioniert. Okay. Nehmen wir mal noch einen Drink. Kann der Hund schon wieder? Nein. Jetzt sieht's wesentlich besser aus, Leute. Jawohl. Geschafft. Sorry, dass zwei Versuche gedauert hat. Also entschieden, dass meine Aufgabe hier zu Ende gehen soll. Ich bin bereit, zu ihm zu gehen. Vermutlich soll es so sein. Ich habe alle Entscheidungen nach bestem Wissen getroffen und sie haben mich hierher geführt. All jene, für die ich etwas empfunden habe und die mir wichtig waren, sie sind alle tot und ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Töte mich, Morse. Ich kann diese Bürde nicht länger tragen. Lebe wohl, mein Bruder. Sir Morse, ihr seid der einzige Überlebende dieser unsäglichen Geschichte. Es ist immer traurig, mit anzusehen, wie eine alte Freundschaft in die Brüche geht. Ich habe keine Zeit für deine süßen Worte, Eunuch. Gib mir das Kind. Sofort. Sehr wohl, Sir. Ihr habt euch des Jungen als würdig erwiesen. Hier, nehmt ihn. Würdig? Kein Sieg sollte so viele Opfer fordern. Aber ich bin mir sicher, für dich verlief alles nach Plan, nicht wahr? Für dich sind wir doch nichts anderes als Fliegen, die in deinem Netz aus Intrigen gefangen sind. Ihr denkt wahrlich schlecht über mich, werter Freund. Sagt mir eher, was habt ihr mit dem Kind vor? Jetzt haben wir zwei Entscheidungen nochmal. Die letzte, das wirkt sich auch auf das Ende aus, diese Entscheidung. Ich habe jetzt so lange dafür gekämpft.
Und wenn ich dabei draufgehe. Also ich spreche jetzt für Mors, Leute. Für ihn ist kein Platz in den Sieben Königslanden. Und daher auch nicht für mich. Ich werde ihn abseits von all diesen Intrigen aufziehen. Ihr wollt ihn doch nicht zur Mauer mitnehmen, oder? Ein so junges Kind? Das ist nicht, woran ich gedacht habe. Ihr wollt also desertieren, Sir. Eine mutige Entscheidung. Möget ihr in Frieden mit ihm an eurer Seite leben. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch wundervoll um den Jungen kümmern. Das werde ich, Varys. Ich hoffe, ich habe nie wieder das Vergnügen, dich wiederzusehen. So, eine letzte Sequenz kommt jetzt, Leute. Das Spiel hat 4 Enden. Keines ist wirklich toll. Es ist Zeit zu enden, was ihr gesehen habt. Und euch eurem Schicksal zu stellen. Hier sind wir sicher. Ich weiß nicht, ob ich dir ein guter Vater sein kann. Ich bin Krieger, Jäger, Mörder. Das ist alles, was ich kann. Wenigstens wirst du lernen zu überleben. Und das ist ein guter Anfang. Sie kommt schon. Ich verstehe. Warte hier auf mich. Es wird nicht lange dauern. Da ist er! Ergib dich, Deserteur! Du hast keine Chance! Ja. Das war das Ende von Game of Thrones. Es gibt, wie gesagt, noch 3 andere Enden. Aber das war für mich eigentlich auch so mein persönliches Lieblingsende. Ich habe die ganze Zeit drauf hingespielt. Man kann ja die Entscheidung relativ zum Schluss fällen, welche Enden man haben will. Wenn man Mors auswählt, hat man dann eben danach die Entscheidung, zwischen dem und zur Mauer zurückzugehen. Aber die von Alistair sind auch beide nicht lustig. Ich werde es nicht verraten, weil ich habe die Entscheidung getroffen, das Ende von Mors. Für mich selber machte sie platt und führt das Kind in die freien Königreiche. Ob so ist. Sei euch selber überlassen. Ein geiles Spiel, Leute. Ich habe eigentlich auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Außer, wie gesagt, viel zu schade, dass das Spiel untergegangen ist. Weil von der Story einfach so ein Brett. Ich danke euch allesamt fürs Zuschauen, fürs fleißige Kommentieren, für die Likes. Ich danke Focus Interactive für dieses geile Spiel und verabschiede mich still und leise. Ich bin der L. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao, Leute.